My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, kleiner Mini-Lunser wieder für euch. Jawohl, Gemüse, ja, manchmal muss man da durch. So, Tomätchen, abgelunzt und jetzt sägen wir da mal so ein Stückchen raus. Hier, genau, ganz in der Mitte. Löffel nehmen und zack, weg mit dem Zeug. Jawohl, das brauchen wir nicht, wir brauchen nur das Fruchtfleisch. Richtig, das kann man für was auswerten. Aber ich mache noch ein paar andere fertig hier, seht ihr das? Da sind schon eine kleine Reihe hier zu lunzen. Oh, sieht gut aus. Hier nochmal oben gezeigt, Löffel reingelunzt, parat gestellt. Sehr gut, Freunde. Und dazu machen wir ein Paprikachen fertig hier. Ein gelbes natürlich und ein rotes. Und dann hacken wir das in Würfelchen. Rein in die rote Schale und da drin sieht alles rot aus. Fast alles, ganz genau. Jetzt lunzen wir hier schön weiter hier. Ein bisschen Lauchzwiebeln haben wir hier. Ein kleines Bündchen oder ein Bund hier. Zwei Stangen hier. So, und jetzt hier den Frischkäse hier rein hier. Zum Schafskäse. Ganz genau. Eine Packung Schafskäse und 200 Gramm Frischkäse hier. Full Gas. Von oben. Oh yeah. Ganz genau. Full Throttle von oben. Vollgas hier, immer rein in den Topf. Die Hand nehmen und jetzt nimmt man hier so einen Löffel und stopft das in so ein Tomätchen rein. Eingelunzt. Ja, nächste auch nochmal gestopft, Freunde. Ja, da passt noch ein zweites rein, je nachdem, wie groß die Tomate ist. Zur Seite legen, zu den anderen lümmeln und dann, wow, sieht das schon ganz gut aus. Baconstreifen, Freunde, sonst wäre es ja eine Veggie-Ninja-Folge. Ja, ganz genau, ich rette die Folge nochmal. So, und ihr werdet euch gleich wundern, der Bacon verwandelt sich quasi in eine Tomate. Ja, ihr werdet staunen. Sieht noch aus wie eine Rose, aber ich piek's nochmal rein von der Seite. So, reingelümmelt, ab auf den Grill gleich. Ich habe hier schon mal geparkt, alle. So. Sieht schon fein aus. Ich wickel noch mal eine hier rum. So, Gasgrill eine hier, ganz easy Nummer. Links und noch mal links. Doppelbrenner auf der rechten Seite. Scheiße, ich habe mich vertan. Ja genau, und links lassen wir aus. Und dann tun wir die einfach auf so ein Gitter hier. Das ist nicht mal ein Gitter, das ist ein Blech, wie ich gerade sehe. So, und jetzt verwandeln wir den Bacon in Tomaten. Wow, 1 Hour später, der Bacon hat sich umgeschlungen und er ist eins mit der Tomate geworden. So wie ich es mag, der Käse ist oben kross und jetzt schnappt man sich. Vorsicht heiß, aber ich habe ja Hände aus Stahl, die machen schon nichts. Und hier kann der Fahrt. Rezept, linke Seite, Freunde. Oder lieber doch, rechte Seite. Cheesy filled tomatoes bacon gemantelt. Ja, so wie es mögt. Rezept gesehen. Vorsicht, Freunde. Mit dem grünen Veggie-Messer nicht in den Finger sägen. Ja, der Veggie-Ninja wird sich freuen. Ich klapp mal auf. Boah. Oh, sieht rein balancewert aus. Freunde, die Girls lieben so ein Zeug. Und deswegen war es auch nur ein kleiner Minispritzer. Oder Lunser. So, Freunde, ballert euch rein. Bis bald. Boys and Girls, ab in den Hals. Yeah. Abonnation. Bis bald. Station.